Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu dieser nächtlichen Stunde. Ich möchte heute nämlich etwas an meinem Bart verändern. Ich habe jetzt seit ungefähr 2,5 bis 3 Jahren diesen überlangen Schnäuzer, der manchen gefällt, anderen eher nicht so. Und ich bin eigentlich immer super gut damit klargekommen. Das Ganze bringt natürlich so ein paar Eigenschaften mit sich, die jetzt nicht immer so erwünscht sind. Beispielsweise ist es super schwierig, eigentlich fast unmöglich, was zu trinken, ohne sich das Ding vollzusauen. Und ich habe jetzt ehrlich in den letzten 2 Stunden vor diesem Video super lange überlegen müssen, soll ich das jetzt wirklich machen, soll ich es nicht machen? Und ich habe beschlossen, mir geht das Ganze so sehr auf den Keks, dass ich das jetzt endlich tue. Was ist also der Plan für heute? Ich hatte eigentlich überlegt, den Oberlippenbart komplett auf der Lippe aufhören zu lassen, so wie ich das vor 3 Jahren hatte, bevor ich mir den habe wachsen lassen und bevor ich gesagt habe, ich probiere das jetzt mal aus. Von dem Punkt bin ich ein bisschen runter, weil ich nämlich nicht mehr genau weiß, wie ich darunter aussehe. Das ist halt 3 Jahre her und ich weiß wirklich nicht, wie sieht das aus oder wäre es vielleicht sogar klüger, die Enden so ein bisschen über den Mund hinweggehen zu lassen. Denn mein Mund ist von der Genetik her sehr flach. Ich habe einen schiefen Zahn hier, also ein Zahn, der so leicht schief steht. Die anderen sind alle relativ gerade. Und ich überlege deshalb auch, ob es nicht vielleicht sogar cool wäre, wenn das so ein bisschen das Ganze verdecken würde. Deshalb werde ich wahrscheinlich erstmal die Spitzen von den Spitzen her das Ganze angehen. Also ich werde schauen, dass ich hier unten so ein bisschen was wegnehme und dann eben mich Schritt für Schritt an die Oberlippe rantasten. Dafür benutze ich natürlich die Beard Brand Bartschere aus meinem Online-Shop, die ihr auf barthelden.com/shop finden könnt. Link ist in der Beschreibung. Ist einfach mein Lieblingswerkzeug für so Detailarbeiten und ich denke, für den Oberlippenbart ist es einfach besser als so ein elektronisches Gerät. Vielleicht nehme ich aber auch gleich noch einen Barttrimmer. Also, wie ihr sehen könnt, ist hier in der Mitte von der Lippe sind die Haare relativ kurz und dann gehen die doch, werden die doch sehr schnell sehr lang. Wie ihr sehen könnt, ist die Länge bei dem Schnurrbart jetzt ungefähr gleich. Es kann sein, dass ich morgen früh noch ein bisschen was korrigieren muss, aber eigentlich sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Ich bin ehrlich gesagt selber ein bisschen überrascht, denn ich hatte gedacht, dass es ein wesentlich krasserer Wechsel sein würde für mich. Viel mehr sollte eigentlich nicht ab, aber was mich jetzt momentan noch stört, ist, dass hier in dem Bereich vom Mund noch zu viele Haare sind. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, dass ich hier so dreiecksförmig noch ein bisschen was wegnehme. Das ist ein sehr guter Tipp, um eine schöne Schnurrbartform zu bekommen. Habe ich von dem Ingmar Schettler Barbershop, der hat mal, ist ein Barbershop in Freiburg, glaube ich, der hat mal ein Interview gegeben und hat das gesagt und ich habe es mal angewendet und es hat super funktioniert, also vielen Dank für den Tipp. Und das mache ich jetzt einfach genauso, weil der größte Abfuck an so einem Schnurrbart, ohne Witz, ist einfach, wenn du was isst oder wenn du küsst oder wenn du andere Sachen machst, die Männer gerne mit beispielsweise Frauen machen. Das wäre jetzt auch erstmal der erste Schritt. Ich möchte es dabei vorerst belassen. Es kann sein, dass ich den in den nächsten Tagen noch ein bisschen kürzer mache, aber ganz wichtig ist, dass man dem Ganzen Zeit geben muss. Egal, was du an deinem Bart oder an deiner Frisur veränderst, du musst dem Ganzen schon ein bisschen Zeit geben, um sich einzugewöhnen. Weil die Haare jetzt einfach, wenn ich die wasche, allein schon wieder in eine etwas andere Form springen werden. Und wenn dann langfristig, also innerhalb einer Woche oder so, noch Sachen auftauchen, die ich gerne verändern möchte, dann kann ich das eben verändern. Was ich aber auf jeden Fall jetzt noch machen werde, ihr seht schon, ich habe diesen Trimmer hier in der Hand, ist hier die Seiten ein bisschen aufräumen. Das heißt, ich habe mir einen Aufsatz genommen. Ihr könnt sehen, dass der momentan auf 13 mm steht. Ich hoffe, dass das keine Unglückszahl ist. Das wäre nämlich, ja, ich weiß nicht. Also zu kurz wollte ich es nicht machen, aber es passiert halt eben, was passiert. Was soll ich machen, ja? Wächst halt auch nach. Auf jeden Fall fahre ich jetzt damit hier so über die Ränder drüber. Ganz wichtig ist da nicht, dass ich jetzt irgendwie hier der Kontur folge von dem Kinn, sondern ich gehe einfach straight nach unten, um nur diese überstehenden Haare hier wegzukriegen, die mich jetzt momentan stören. Ich möchte also nicht groß jetzt Länge rausnehmen. Ich werde schauen, wenn ich das nächste Mal beim Barber bin, dass der das dann macht, weil der einfach ein besseres Gefühl für die ganzen Proportionen und so hat. Aber einfach, dass es ein bisschen aufgeräumter aussieht, weil der Schnurrbart ist jetzt was kürzer und dann soll das ganze andere Gedöns natürlich auch relativ
relativ gepflegt aussehen. Ne? Das wollen wir ja auch. Also Trimmer an und dann fahre ich jetzt hier einfach so drüber. So Leute, wir haben jetzt 2 Tage nach der letzten Szene, das bedeutet, das ist ungefähr 48 Stunden später, wo ich das hier aufnehme. Wie ihr sehen könnt, hat sich noch ein bisschen was an meinem Bart getan, denn ich habe erstmal gestern Abend, also ungefähr 24 Stunden, nachdem ich die letzte Szene gefilmt habe, etwas von der Länge noch rausgenommen, das heißt mit dem Trimmer und mit der Schere, die hier unten noch irgendwo rumliegt, ganz vorsichtig einfach versucht, es einigermaßen auf eine gleiche Länge zu bekommen. Immer dran denken, dass es nicht auf einer gleichen Länge sein muss, weil du nämlich noch relativ viel, jetzt muss ich mich doch mal hier bücken, mit einer Rundbürste und einem Föhn machen kannst. Das heißt, wenn eine Seite beispielsweise ein bisschen zu lang ist, kannst du das immer noch relativ gut mit einer Rundbürste so ein bisschen unter das Kinn machen und das macht also gar nicht so viel aus, wenn jetzt eine Seite ein bisschen länger ist. Was habe ich dann noch gemacht? Heute Morgen ganz einfach noch mit einem 0,5 cm Aufsatz, also 5 mm Aufsatz auf diesem Trimmer nochmal dasselbe gemacht wie das, was ich euch eben gezeigt habe, nämlich einfach an den Seiten und auf den Wangen gerade runtergehen. Das war am Anfang ein bisschen unheimlich. Ich wusste nicht, wie das mit den längeren Barthaaren funktioniert, aber es hat ganz hervorragend geklappt und ich habe dadurch jetzt eine schöne stromlinienförmige Form in dem Bart drin. Bei mir ist nämlich immer so ein Problem, mein Bart wächst sehr gerne in die Horizontale, also wird gerne sehr breit und ich finde, dass das mir persönlich nicht besonders gut steht, vor allen Dingen nicht, wenn der so kurz ist, weil es dann nämlich immer mehr wie so ein Chipmunk aussieht und das finde ich ganz, ganz schrecklich und abgesehen davon ist es auch ziemlich ungepflegt, wenn einzelne Haare da irgendwie noch abstehen. Also habe ich das einfach heute Morgen nochmal straight runter gemacht. Ich habe gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann mache ich ihn halt ganz kurz. Also der Risk-Taker war wieder am Start, aber es hat wunderbar funktioniert und das ist jetzt eben das Endresultat. Meinen letzten Gedanken noch dazu. Ich finde es arschgeil, was mit dem Schnäuzer passiert ist. Also ich hätte es echt jetzt aus der Rückblende betrachtet, meinetwegen schon ein Jahr früher machen können. Und zwar ein Jahr früher einfach nicht komplett auf die Oberlippe, aber den Schnäuzer schon ein bisschen kürzen. Auf jeden Fall finde ich den Look momentan ziemlich cool. Das ist was Neues, es ist ein bisschen kürzer. Und ich finde, es passt auch von den Proportionen her immer noch. Also es ist nicht so, als wäre der Schnäuzer jetzt zu kurz oder der Bart zu lang. Das ist jedenfalls das Resultat. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich finde es persönlich super cool und freue mich darüber, dass das so geklappt hat. Und wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet und was ihr euch vielleicht sonst so für Videos wünscht. Das war auf jeden Fall alles von mir heute. Ich wünsche euch einen ganz fantastischen Tag und viel Spaß bei den restlichen Videos, die diese Woche noch kommen werden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, euer Kai.